Hallo zusammen, es grüßt euch aus dem Europahaus Marienberg die Studienleitung. Mein Name ist Anselm Sellen und neben mir sitzt der Kollege Carsten Lucke. Wir haben in dem Artikel, den ihr hoffentlich schon gelesen habt, angekündigt, dass wir den Popcorn Maker nochmal detailliert visuell erklären und das ist der Screencast dazu. Wir machen das Ganze für das Medienbildungskonzept für virtuelles und selbstgesteuertes Lernen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Was ihr jetzt hier zu Beginn seht, ist der Startbildschirm vom Mozilla Popcorn Maker und um das Tool im vollen Umfang nutzen zu können, ist zunächst der Sign-up erforderlich. Wir klicken auf Sign-up und sehen, die Maske Persona öffnet sich, wir geben die E-Mail-Adresse, die wir schon bestätigt haben, ein und jetzt ist nur noch das Passwort erforderlich und wir sehen, nur für diese Sitzung, genau, akzeptieren wir einfach mal, dass wir die Daten haben. Ihr seht jetzt oben, dass wir als Think Europe, also die Jugendbildung hier im Europahaus, angemeldet sind. Das Konto gab es bereits und in diesem arbeiten wir jetzt zu Illustrationszwecken. So, womit fangen wir an? Ihr habt ja in dem Artikel gelesen, dass wir zur Bearbeitung natürlich erstmal ein Webvideo brauchen und der aufmerksame Zuschauer hat schon hier oben gesehen, dass wir hier einen YouTube-Tab aufgemacht haben. Wir haben uns entschieden, getreu unserem Motto hier mit Europa zu arbeiten, eben uns mit Europa auseinanderzusetzen. Deswegen ein Tagesschau-Beitrag zur EU-Verfassung. Ihr seht, ich habe das jetzt einfach markiert und mache jetzt einfach STRG C. Das heißt, ich kopiere mir diesen Link hier oben aus der URL von YouTube heraus, weil ich genau dieses Video jetzt gerne haben möchte. Und gehe zurück zu Popcorn. Und ihr seht, wie auch beschrieben in dem Artikel, dass man über Create a Link New Media Clip hier jetzt sozusagen einfach über Einfügen diesen Link reinsetzt und dann Create a Clip einfach einmal drücken. Dann dauert das einen kleinen Moment, bis er das geladen hat. Und ihr seht, dass diese Tagesschau-Geschichte über die EU-Verfassung hier tatsächlich auftaucht. Und dieses Plus in der Mitte, wenn ich da jetzt draufklicke, seht ihr, da tut sich jetzt ein bisschen was. Und ich habe die Tagesschau von YouTube sozusagen hier reingeladen und kann dieses Webvideo nun mit dem Popcorn Maker bearbeiten. Wir haben ja in dem Artikel schon beschrieben, dass es darum geht, einen Clip, der sowieso schon im Internet ist, neu zu remixen, also zusätzliche Dinge dort einzufügen. Das funktioniert mit dem Popcorn Webmaker hervorragend und bei dem Klick auf Events, und ihr seht das jetzt am Bildschirmrand, gibt es eine Reihe von Events, also sozusagen von Dingen, Netzinhalten, die ihr in das Video einfügen könnt. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, einen Text einzufügen, eine Google Map einzufügen, ein Bild, eine Pause oder ein Wikipedia-Artikel. Wir haben gedacht, wir schauen jetzt erstmal rein in das Tagesschau-Video und suchen uns mal eine Stelle, wo es Sinn macht, eines dieser Events einzufügen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Iren haben den EU-Reformvertrag abgelehnt und die Gemeinschaft damit in eine Krise gestürzt. So, Herr Jan Hofer spricht von dem abgelehnten EU-Reformvertrag. Für diejenigen, die vielleicht Europa-Laien sind, würde es sich an dieser Stelle natürlich empfehlen zu wissen, was ist der EU-Reformvertrag und das kann man über einen Wikipedia-Artikel hervorragend noch einblenden. Wir ziehen mal den Wikipedia-Button in das Video rein und ihr seht jetzt in der Event-Menüleiste, dass ihr noch auf englischer Sprache seid. Das heißt, man kann hier jede Wikipedia einbinden, die es so gibt, also auch auf Japanisch und Russisch und so weiter. Wir wollen natürlich die deutsche Version und würden jetzt hier eingeben EU-Reformvertrag, um den entsprechenden Artikel auch im Video einzubinden. Und jetzt seht ihr, in dem Artikel, der Vertrag von Lissabon wird eingetragen und das Video wird auch, wenn man es abspielt, an der Stelle unterbrochen, damit man, wenn man es sich anschaut, auch den Artikel dazu lesen kann. Ihr seht, dass der Vertrag von Lissabon eingebunden ist. Jetzt ist dieses ganze Feld noch variierbar. Wir ziehen das einmal größer und kleiner, so dass entweder mehr Text oder weniger Text zu sehen ist. Ihr seht in der Event-Menüleiste, dass auch die Start- und Endzeit festgelegt werden kann. Das heißt, das Einblenden würde bei 7 Sekunden 36 jetzt passieren und das Ende ist bei 12 36. Das heißt, das Ganze ist für 5 Sekunden zu sehen. Das könnt ihr aber so justieren, wie ihr es dann braucht, wenn ihr das Video selbst bearbeitet.
Jetzt gibt es unten eine Layer-Oberfläche. Wozu ist die da? Ja, wer genau hingeguckt hat, sieht, dass wir bei Layer 1 tatsächlich unser komplettes YouTube-Video haben. Ihr seht das auch hier noch, Irlands Nein zur EU-Verfassung von der Tagesschau. Und in dem Moment, wo wir den Wikipedia-Artikel zugefügt haben, taucht er hier als Layer 0 tatsächlich dann auch auf. Und ihr seht, wenn ich das jetzt einfach über Drag and Drop alles hier ein bisschen nach links ziehe, dass wir dann in einem früheren Stadium des Videos sind und dass dann natürlich auch der rote Pfeil bedeutet über den Punkt, wo man innerhalb des Videos ist, dass der Wikipedia-Artikel eben halt nicht sieht. Wenn wir das jetzt einfach mal testweise ablaufen lassen wollen, weil ihr seid euch nicht, zum Beispiel nicht sicher über den Start- und Endzeit, wo soll das genau aufpoppen, ist es an der richtigen Stelle, könnt ihr jederzeit auch abspielen. Wir machen das einfach mal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Iren haben den EU-Reformvertrag abgelehnt und die Gemeinschaft damit in eine Krise gestürzt. Bei der Volksabstimmung votierte die Mehrheit. Ihr seht also für den Zeitraum hier, dass der Wikipedia-Artikel tatsächlich eingebaut worden ist. Und ihr könnt den auch hier über Drag and Drop ganz normal verschieben und auch länger ziehen, wenn ihr ihn noch länger sichtbar haben wollt. Das ist also ganz, wie ihr das haben möchtet und relativ leicht über Drag and Drop und eben ohne jegliche Programmiersprache möglich. Wenn wir jetzt einfach mal weiter gucken, weil Wikipedia haben wir jetzt eingebunden, man kann also zusätzlichen Text zu dem lesen, was Jan Hofer uns gerade erzählt. Mehrheit der rund 3 Millionen Stimmberechtigten mit Nein. Der EU-Reformvertrag kann nur in Kraft treten, wenn alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Die Befürworter halten den Atem an, bevor ein Albtraum zum Wahlergebnis wird. 800. Ihr seht also, wir sind hier nun in Dublin Castle angekommen. Das heißt, wir sprechen immer noch über das irische Votum zum EU-Reformvertrag. Und nun ist es eine Live-Berichterstattung aus Dublin. Und weil vielleicht unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Video sich ansehen später, um über den EU-Reformvertrag zu lernen, nicht unbedingt wissen, wo Dublin ist, ob es eine Hauptstadt ist, ob sie in Europa liegt, entscheiden wir uns dafür, zu Events zurückzugehen und das Ganze zu erklären über eine Google Map. Anselm, was machen wir nun? Ja, genauso wie beim Wikipedia-Artikel klickst du auf Google Map, ziehst das Ding in den Bildschirm rein und in dem Event-Menüleiste sieht man jetzt, was zurzeit angezeigt wird. Also da ist Toronto, Ontario in Kanada gerade angezeigt. Wir wollen aber Dublin sehen und geben das einfach mal ein. Und schon haben wir die Karte von Dublin im Video stecken, können das Ganze wieder verschieben, auch die Verortung im Video selbst auf dem Bild verändern, dahin, wo wir es eben haben möchten. Ihr seht auch, dass zusätzlich alle Google-Optionen gegeben sind. Zurzeit ist der Map-Type die Roadmap. Wenn man da jetzt auf dieses kleine Häkchen klickt, sieht man, welche Ansichten noch verfügbar sind. Also der Satellit, die Street View, die Hybrid-Geschichten und so weiter. Also alles, was Google in seiner Map-Funktion bietet, ist hier eben auch leicht und einfach einzubinden, so dass man jetzt auch zum Beispiel durch Dublin durchlaufen könnte via Street View. Das wäre möglich. Und wie bei der ersten Einbindung des Wikipedia-Artikels seht ihr auch, dass wir also in dem gleichen Layer 0 hier eben nochmal, da bei dem Kreuz jetzt, der Wikipedia-Artikel, seht ihr eben das klassische Google Maps-Zeichen, dieser GPS-Positionspunkt, dass wir den jetzt hier auf dieser Höhe eingebunden haben, weil wir eben jetzt hier Dublin Castle sehen und unseren Teilnehmern und Teilnehmern oder denjenigen, die das Video sehen, tatsächlich zeigen, wo liegt Dublin. Also ihr habt jetzt gesehen, wie diese Sachen eingefügt werden. Wir haben das mit diesen zwei Optionen Wikipedia und Google Maps einfach mal exemplarisch gemacht. Der Rest funktioniert nach demselben Vorbild. Also wir gehen jetzt nicht alles einzeln durch. Das könnt ihr zu Hause selbst durchprobieren, was und wie ihr wo was in dem Video verändern und remixen wollt. Was noch spannend wird, ist, wenn man die Option Speichern anklickt. Carsten hat das jetzt getan und ihr kriegt jetzt zu diesem neu geremixten Video, also dass alle eure Informationen, die ihr da eingebettet habt, enthält, einen neuen Link. Okay, und ihr seht nun halt diesen Link hier oben, Projektlink, und wenn ihr den euch holt wieder, ich habe den einmal markiert jetzt gerade und auch kopiert und hier ist ein ganz normal neuer Tab in meinem Browser. Wenn ich den jetzt eingebe und dort raufklicke, dann seht ihr eben halt nicht mehr die Arbeitsoberfläche, sondern ihr habt ein ganz normales Abspielfenster. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke, seht ihr die normale YouTube-Ansicht, was ihr gleich sehen werdet. Die Iren haben den EU-Reformvertrag abgelehnt. Und
Ihr seht, dass wir jetzt also das bearbeitete Video haben, mit unserem Vertrag von Lissabon zum Beispiel eingefügt. Und das Schöne ist eben, dass das eben interaktiv ist. Also ihr könnt tatsächlich in dem Wikipedia-Artikel in eurem Webvideo jetzt tatsächlich hier herumscrollen. Und das Gleiche gilt für Bilder oder vielleicht auch für die Google Maps, die ihr hinten raus eingebunden habt. All das macht eben euer Video interaktiv. So sieht das also aus, wenn es fertig ist. Das ist natürlich jetzt rudimentär mit einer oder zwei Sachen gewesen. Und ihr könnt natürlich diesen Link benutzen. Und letztendlich gibt es aber auch, weil es eben sehr sozial angelegt ist, noch weitere Möglichkeiten, euer Video zu multiplizieren und zu verbreiten. Sag uns das noch ganz zum Schluss, Anselm. Wie geht das? Genau, ihr würdet einfach den Menüreiter Share anklicken. Da sind jetzt nur zwei Optionen drin. Also Facebook zum Beispiel ist da überhaupt nicht mehr dabei. Da würde euch aber auch der Link reichen, um den in eure Netzwerke zu stecken und euren Freunden zu zeigen, was ihr da getrieben habt. Es gibt zusätzlich die Option, den Embed-Code, also den HTML-Code zu bekommen. Das ist in diesem Fall ein iframe. Wenn ihr diesen Code nehmt, könnt ihr den in eure eigenen Webseiten oder Blogs einbetten und ihr würdet diesen My New Project Player bekommen, also dieses Video, wie ihr es dann fertig zusammengeschoben habt. Das war's von uns. Wir verabschieden uns und hoffen, dass euch das Video geholfen hat, dabei mit dem Mozilla Webmaker in Kontakt zu kommen und sich und euch da auch ein bisschen zurechtzufinden. Wir würden uns freuen, wenn ihr Anmerkungen und eure fertig gemixten Projekte einfach unten in der Kommentarfunktion einspielt, damit alle davon profitieren können, von dem, was ihr da so getrieben und geremixed habt. Wir verabschieden uns und freuen uns auf eure Rückmeldung. Bis dann. Tschüss. Adios.